Ich bin Toni und ich mache den Kurs als Programmer an der Games Akademie. Und ich bin im zweiten Semester. Mich hat Programming und Design beides interessiert. Ich habe vorher Design gemacht, habe aber da über Werbung und vorige Jobs gemerkt, so ich möchte ein bisschen was, wie soll man sagen, ein bisschen was Strukturierteres. Also beim Programming, man hat halt klarere Wege, man hat halt mehr Lösungen und es ist nicht so eine Geschmacksfrage wie beim Design. Und ja, ich fand das halt auch spannend und die Chance da jetzt einzusteigen und das zu lernen, hat mich dann eben ja gereizt und deswegen wollte ich unbedingt Programming machen, weil Design habe ich in Anführungszeichen schon mal gemacht. Nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe als ja als Kommunikationsdesigner, habe ich eine Zeit lang in der Werbung gearbeitet und habe halt gemerkt, Werbung ist gar nichts für mich und dass ich halt wirklich unbedingt in die Spieleindustrie will. Und habe dann während der Pandemie eben geguckt, so habe ich die Chance, nochmal einen besseren Einstieg zu finden, weil ich vorher gar nicht so richtig den Zugang hatte. Und die Games Academy hat dann eben über den Remote-Kurs mir die Möglichkeit gegeben, da als Programmer nochmal richtig zu lernen und ja, einen Zugang zu finden. Oh, in der Abi-Phase war es echt so dieses schwierige, oh Gott, was will ich mit meinem Leben anfangen? Und ich habe gern gespielt. Ich bin dann in verschiedenen Broschüren über den Begriff Games Programming oder ja, Game Design gestoßen und wollte in die Richtung gehen und habe dann aber als Kommunikationsdesigner mit Zusatzqualifikation 3D-Spieleentwicklung versucht, so ein Mittelding zwischen ja, Design und Game zu finden und habe aber gemerkt, dass Programming eigentlich mich mehr interessiert, deswegen bin ich hier. Ja, das ist ein sehr weit gefächertes Feld, gibt verschiedene Sachen, aber ich glaube, am wichtigsten, man macht die Features, dass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Komponenten, also quasi alles, was so im Hintergrund läuft, was das Spiel letztendlich zum Laufen bringt, weil die Designs und 3D-Modelle sind schön und wichtig, aber ohne Code dahinter oder ohne eben Skripte passiert da nicht viel. Bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich alle Fächer cool finde, das vorneweg, fand ich Shading tatsächlich am coolsten und ich muss sagen, da beschäftige ich mich gerade extrem mit, weil ich das mega spannend finde und nicht wusste, was man alles über Shader und Texturen und Verknüpfungen da regeln kann. Also das finde ich mega faszinierend und dafür, dass ich davor eben nicht viel davon wusste, das ist momentan mein absolutes Lieblingsfach. Super alter Titel, den ich bei jeder Gelegenheit anbringe. Lands of Lore, Götterdämmerung. Ja, ist ein 1990er, 91er, 92er Titel, Pixelspiel, wirklich, wirklich alt. Aber so Dungeons and Dragons Flair und immer alle paar Jahre wieder.